Willkommen zu einer neuen XXL-Folge in F1-24 Ayrton Senna. Denn das vergangene Sprintrennen bedeutet auch das nächste Sprintrennen, denn in Miami ist erneut ein Sprintwochenende. Und ja, die Strecke wird es ordentlich in sich haben und vor allem wird sie mich zur Verzweiflung bringen, aber vor allem dem Wetter geschuldet. Jetzt gehen wir aber mal hier kurz auf die Strecke. 5,4 Kilometer, 19 Kurven und tatsächlich drei DRS-Zonen, also die Strecke ziemlich spektakulär, war auch in der Vergangenheit immer wieder interessant. Abonniert gern kostenlos den Channel, lasst doch gern ein Däumchen rum da, schaut auch gerne auf Instagram, auf TikTok vorbei, unser Motor ist ein bisschen angeschlagen, aber das werden wir schon irgendwie retten. Hier alles in Griff, viel Grip, vor allem habe ich aber nur One-Shot, weswegen wir auch oben rechts die 4 Minuten quasi haben. KI-Stufe 94. Selbst schalten, selbst bremsen und Traktionskontrolle auf Mittel. Jetzt geht es hier durch den Mittelsektor, aber sagen wir mal jetzt noch durch den ersten Sektor durch. Die Runde war bis jetzt etwas rutschig, ein bisschen neben die Strecke gekommen, hat aber auch mehr Zeit gekostet, als es mir gebracht hat, würde ich mal sagen. Hier jetzt in den Mittelsektor und da ist wirklich, ja, ich würde fast sagen, unsere Schwäche, denn hier verliere ich enorm viel Zeit im Gegensatz zu KI. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt, ob das am Setup liegt oder vielleicht auf den, ja, angeschlagenen Motor zurückzuführen ist. Ich weiß es tatsächlich, ehrlich gesagt, echt nicht. Aber gut, jetzt hier mal hier in den Mickey Mouse Sektor. Das ist tatsächlich der beste Sektor generell, um Zeit gut zu machen. Man kann links die Kurve so toll schneiden und so viel Zeit gewinnen dadurch. Und ich habe sogar dadurch Purple im Mittelsektor. Also das ist echt verdammt crazy. Jetzt hier also ewig lange geraten und mal gucken, wo die Uhr stehen bleibt, Leute. Ab in die letzte Kurve rein, ganz spät bremsen, auch beim Beschleunigen kannst du echt früh wieder aufs Gas gehen. Reifenverschleiß ziemlich identisch und wo bleibt die Uhr stehen, Leute? Es wäre aktuell mal der 7. Platz. Der junge Superstar Max Verstappen startet von der Pole und daneben steht Sergio Perez. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Fernando Alonso, Leclerc, Albon, Sainz, Senna, Bottas, Joe, Norris, Russell, Tsunoda, Stroll, Oscar Piastri, Hamilton, Ocon, Gasly, Ricciardo, Hülkenberg und Kevin Magnussen belegt den letzten Platz der Startaufstellung. Die Vorbereitungen sind fast abgeschlossen, also schalten wir runter zum Start dieses Sprintrennens. P7 war dann auch unser Endergebnis, Albuno ist sogar 5. geworden. Wir gehen mit den gelben Reifen rein, Sprint Nummer 2, let's go. Wir kommen hier gut vom Fleck weg, Albon ist ein bisschen schwach gestartet, aber das kann natürlich sich alles ändern. Ab in Turn 1 rein, wir bleiben hier mal 5. Platz, das wäre echt toll, da bin ich ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen in die Kurve rein. Leclerc und Albon hinter mir, das könnte sehr spannend werden auf der Geraden. Der Motor angeschlagen, müssen wir aufpassen auf jeden Fall. Da vorne geht es in den Dreierkampf, alles um Platz 2 zu behalten. Das ist echt interessant. Perez kann da quasi davon ziehen, aber das große Problem ist tatsächlich, dass Red Bull generell eine übertriebene Macht ist in diesem Game. Also generell, wenn ich mir angucke, wo Max Verstappen oder was der alles, der hat gefühlt jedes Rennen bis jetzt gewonnen. Und wir können da wirklich eher nur, ja, blöd durch die Finger schauen. Da geht es jetzt zu dritt in die Kurve rein. Ich bin da fast mehr beschäftigt damit, nach vorne zu gucken, als nach hinten. Es wird dennoch ja auch nicht einfacher für mich. Albuno mit 3/10 Rückstand nur. Auf uns geht es jetzt hier aus der langsamen Kurve raus. Ich habe mir das EURS natürlich aufgespart, um hier auf der langen Geraden ein bisschen dran zu bleiben. Aber guckt euch jetzt mal die Abstände an. Mein Exit war halbwegs okay, aber wir sind am Ende der Geraden fast 2/10 zurückgefallen. Beim Anbremsen konnte ich wieder ein bisschen Zeit gut machen, aber das kann natürlich jetzt nicht gerade das sein, was ich will. Albon kommt hier im Windschatten angeschossen, hat nicht ganz gereicht. Jetzt klebt er erneut an uns dran und geht jetzt auch vorbei. Kann ich hier noch einmal irgendwie kontern? Ja, das geht. Er lässt uns auch die Tür freundlicherweise offen. Da kommt es zu einer ganz leichten Berührung. Das war nur Rad an Rad, also kein Ding. Das war jetzt nicht irgendwie, ja, das gibt auch keine Kollision oder so. Ja, wenn ich mir das so angucke, dann ist es tatsächlich easy zu sehen, dass ich die Top 3 locker absetzen können. Also du kannst da wirklich kaum irgendwas machen. Die Top 3 sind da, oder sagen wir fast die Top 4. Ich bin da eher so der Bremsklotz. Ich weiß auch nicht genau warum. Im Training und Qualifying war eigentlich alles stark
Ich meine, ich habe schon gemerkt, dass Albon auch sehr stark und gut drauf ist. Aber ja, da war es eigentlich schon okay. Da kommt es fast zur Berührung. Kann ich hier noch einmal was machen? Yes, Leute, wir gehen hier. Es geht zwar Rad an Rad, aber ganz außen die Außenbahn nehmen. Wer geht das hier um? Nein, gegen Leclerc konnte ich mich nicht durchsetzen. Aber da ist es auch echt hart zur Sache gegangen zwischen Leclerc und Albon. Der Exit ist natürlich meine Versicherung. Ich komme hier okay raus, würde ich mal sagen. Es war jetzt kein bombastischer Exit, aber eventuell könnte es dennoch reichen, um uns hier erneut an Charles Leclerc dran zu saugen. Und tatsächlich, wir kommen näher, wir kommen näher, wir kommen näher. Kann ich hier ganz spät bremsen? Nein, das geht nicht. Da fährt das auch zu hart hier die Linie. Also da kann ich kaum irgendwas anrichten. Das ist tatsächlich unmöglich hier. Dumm reinzuhalten wäre auch lebensgefährlich und unnötig gegen Albon. Der hat es auch quasi fair gemacht. Der war ja auch an der, der hat auch nicht ganz den Scheit lang gefahren, aber hier wäre nichts gegangen. Da wäre es maximal der Flügel wäre weggeflogen. Albon und Bottas jetzt hinter mir. Aber generell, es ist quasi eine Zwei-Klassen-Gesellschaft hier. Wir haben vorne die Top 4, die da einfach davon rushen. Und geht es zum leichten Berührer. Und Bottas drückt sich hier tatsächlich vorbei. Norris jetzt mittlerweile hinter mir auf den 9. Platz, aber es ist ein Riesengetummel um diesen besagten, 5. Platz von mir. Vielleicht kann ich Bottas hier, nein, da tüte ich die Mauer an. Vielleicht kann ich Bottas hier irgendwie noch under pressure setzen. Da gehen wir rechts vorbei, es war kein Abkürzen. Und tatsächlich geht es ganz, ganz eng zur Sache, Rad an Rad hier raus. Und ich glaube, ich kann mich hier behaupten, aber das DRS hat eher kassiert. Das könnte dann, natürlich ganz bitter werden für uns. Ich probiere hier so ein bisschen die Mittellinie zu fahren. Und was macht der da? Er fährt uns einfach so ein paar Mal hinten drauf. Das macht ja ganz wenig Sinn. Jetzt, wer bremst später? Ich lasse ihn doch genug Platz. Das hat aktuell mal gereicht, aber Bottas hat noch nicht genug. Der geht hier erneut wieder rein in Turn 1. Es ist die letzte Runde mittlerweile. Und da kann ich immer die Tür zuschlagen. Und beide sauber in den Top 8. Das ist echt eine Riesenüberraschung. Ich glaube, mit dem ersten, sagen wir mal, Patch werden die quasi nach ganz hinten gereicht. Denn sie sind ja auch das einzige Team, das in der kompletten Ranking-Wertung keinen einzigen Punkt hat. Da geht es weit neben die Strecke. Die Reifen sind schon über dem Maximum drüber. Also das heißt jetzt wirklich nur noch irgendwie ins Ziel retten. Wie Sainz das überlebt hat mit diesen roten Reifen und dass der dann sogar noch über 10 Sekunden von uns entfernt ist, ist echt schon crazy. Bottas ist hier sehr motiviert, unseren Platz einzunehmen. Ob er das auch schaffen wird, ist eine ganz andere Sache. Ich lasse ihn hier mal vorbei quasi, um mir das DRS zu sneaken auf der Geraden. Es ist ein riskanter Versuch, aber ich muss es wagen, denn sonst wäre ich auf der Geraden ein easy Fresserchen für ihn gewesen. Aus dieser Kurve raus heißt es, einen tollen Exit zu haben und das ist es. Auch halbwegs leichter Quersteher, aber wir sind hier mit 3/10 quasi ganz knapp dran. Und guck dich das jetzt mal an, dieses Phänomen in F1-24, er wird schneller. Ich habe noch das ERS auf Überholen aufgedreht und er wurde tatsächlich schneller. Jetzt gehen wir hier ganz, ganz spät rein. Manche würden sagen, es ist ein Dive-Bomb-Manöver, war es tatsächlich auch. Aber dadurch können wir immerhin den 6. Platz uns sichern und das nach einem sehr durchwachsenen Rennen. Quasi habe ich sogar einen Platz gut gemacht, aber angefühlt hat sich das alles andere als gut. Also wirklich, das war mehr als ein schwaches Rennen. Das war echt ganz, ganz schwer. Albon ist durch dieses Getümmel sogar nur auf den 13. Platz ins Ziel gekommen. Wir nehmen da wertvolle Punkte mit, aber auch das Sprintrennen gewinnt Verstappen. Echt crazy. Wir gehen direkt ins Qualifying hier rein, für das Hauptrennen. Jetzt heißt es natürlich Time to Shine. Es ist mein erster Run, war auch mein bester Run, deswegen gibt es da auch keinen zweiten. Wir gehen in die erste Kurve rein, schneiden die Kurven, zack, links, rechts, der Grip ist abnormal genial. Aber das ist halt auch so mit frischen Reifen. Dann geht es hier in die Links, die diesmal echt mit Lupfen sogar fast flat geht. Da musst du einmal vom Gas runter und natürlich auch einmal die Übersetzung machen. Und auch hier diesmal ganz, ganz brav in den Track Limits geblieben. Beim Rausbeschleunigen ganz leicht gerutscht und da gibt es den grünen ersten Sektor. Eine 30-2 ist jetzt nicht absolut top, aber ich würde mal sagen, mit dem Williams geht da auch kaum mehr. Ab durch den Mittelsektor, ein bisschen darf ich mir hier das ERS gönnen, aber nicht allzu viel, denn wir haben noch eine viel längere Geraden mit über einem Kilometer und die ist natürlich höllisch. Auch hier ganz nah an die Mauer dran gefahren, ab durch den Mickey Mouse Sektor, links vollschneiden, rechts ein bisschen drüber fahren. Jetzt geht es hier
Ende. Der Exit ist verdammt wichtig und es ist wieder Purple im Mittelsektor. 1 Minute 1:09, jetzt das ERS und das DRS komplett ausquetschen, denn es bedeutet nur noch die letzte Kurve. Der Exit muss okay sein, da können wir auch noch ein bisschen ERS benutzen. Hier den Körper auch gut erwischt beim Rausbeschleunigen, früh aufs Gas gegangen, rechts ganz nah an die Mauer gekommen und dann, ja, haben wir das Einsatzlimit erreicht. Aber wo wird die Uhr stehen bleiben? Es ist eine 1:26.7. Was für eine Zeit, die bringt uns sogar vorerst mal auf Bernd. Max Verstappen ist gestern eine fantastische Runde gefahren und startet von der Pole. Und daneben steht Fernando Alonso. Und schauen wir uns den Rest der Startaufstellung an. Perez, Senna, Russell, Leclerc, Oscar Piastri, Bottas, Joe, Albon, Stroll, Sainz, Norris, Hamilton, Gasly, Magnussen, Tsunoda, Ricciardo, Ocon und Nico Hülkenberg vervollständigt die Startaufstellung. Jeden Moment werden die Startlichter ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke. Es ist dann nur in Anführungsstrich P4 geworden, aber dennoch, lights out und let's go. Hier im verregneten Miami, Leute, wie unrealistisch willst du sein, das Wetter? Ja, wir starten hier dennoch mit den Slick-Reifen und ich wusste schon von Beginn an, dass das eine ganz dumme Idee sein wird. Aber anscheinend kann man in F1 24 ja, solche Bedingungen immer mit Slick-Reifen fahren. Ja, Verstappen rattert über den Körper und fährt uns hier quasi den Frontflügel fast ab. Das war echt nicht gerade die feine Englische, mein Lieber. Aber es ist unfahrbar, Leute. Guckt euch das mal an. Ich lenke in die Kurve ein und rutsche herum. Es ist so eine Rutschpartie. Ich kann nicht mal richtig aufs Gas steigen. Ich drücke nicht mal halb das Gas durch. Und ich habe permanenten Wheel Spin. Es ist unfahrbar. Es ist einfach nur crazy. Ich schleiche hier durch die Kurven. Und Verstappen fährt, als ob wir auf trockener Bahn sind. Ich weiß nicht genau, was das hier ist. Aber es sind eindeutig keine Slick-Bedingungen. Wir gucken uns den Start noch einmal an. Der war grottenschlecht von allen quasi da vorne. Also wir konnten uns da easy going durchsetzen und außen dann sogar an Max Verstappen vorbeigehen. Ich war mit der Nase vorne und er pressured da innen über diesen Abweiser drüber. Ja, er genauso gerutscht, aber ich kann es ehrlich gesagt nicht verstehen, warum ich hier... Ich meine, es ist natürlich eine Blödheit von mir, dass ich nicht auf den Inter gestartet bin, denn ja, so quasi dieser Gruppenzwang hat mich dazu gebracht, auf den Slickreifen zu gehen, aber das ist kein Slickwetter, Leute. Das ist einfach nur ein beschissenes Wetter und Verstappen drückt an, als ob wir ja kaum irgendwie Traktionsprobleme hätten. Der ist wirklich unnormal schnell, generell die kompletten Top 6 hier, Top 5, ich würde mal sagen Top 4, Alonso ist ein bisschen abgeschlagen, sind so verdammt schnell, auch unter diesen Bedingungen, dass ich hier einfach nicht mithalten kann. Wir gehen mal, ja, ich drücke mich mal aufs ERS, weil ich mir denke, so, das bringt nicht viel im Regen. Aber Verstappen ist anscheinend durch Windschatten, ERS und so weiter so verdammt schnell. Guckt euch das an, der kommt hier angeschossen und wird jetzt aber noch nicht überholen können. Es ist nicht fahrbar. Ich bremse hier tatsächlich schon vor der roten Linie, aber es ist einfach nicht fahrbar. Links probiert es Verstappen einmal noch, aber das funktioniert nicht. Und er ist auch schon weit über alle Berge. Der ist schon mit über 3 Sekunden jetzt davon und ich sehe einfach keinen Ausweg. Also ich sehe kein Land, versteht ihr? Verstappen fährt hier, als ob wir im Trockenen fahren und ich komme hier einfach nicht vom Fleck weg. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es in Florida jemals bei einem Grand Prix regnen wird. Aber das ist jetzt mal eine andere Sache. Wir gehen jetzt mal in die Box. Ich werde auf die Inters gehen. Ich bin tatsächlich ratlos, was das hier anbetrifft. Wir müssen jetzt einfach durchziehen. Hoffen, dass das mit den Inters irgendwie klappt, weil ich, ja, wenn ich die Box frage, so können beide Reifen passen, bla bla, mich juckt's nicht, ich bin nicht mal irgendwie zuständig für dich, ich weiß nicht genau. Also echt, das sind Bedingungen, die sind echt meiner Meinung nach nicht slickwürdig. Also das ist safe Interwetter, wenn ich mir auch den Spray angucke, also das ist echt, ja, der Grip ist etwas besser, ist immer doch natürlich ungewohnt, weil ich ja keinen Meter in diesen Rennen noch mit einem Slickreifen gefahren habe. Ich glaube, noch in keinen Formel 1 bin ich jemals in Miami mit einem Slickreifen an den Start gegangen. Jetzt aber Purple im Mittelsektor. Wir können uns hier auch mit Nico Hülkenberg und beidem Haas in einer Kurve. Die müssen so früh bremsen. Ja, bei den hinteren Jungs merkst du schon,
dass die, ja, da gehen wir außen einfach vorbei. Bei den hinteren Jungs merkst du es halt schon, dass die tatsächlich da ein paar Probleme haben, aber ja, vorne geht da tatsächlich alles, die fahren sogar teilweise die schnellste Rennrunde und ja, drücken sie immer weiter runter. Beim Rausbeschleunigen aus der Kurve, ja, hat der Ricardo ein paar Problemchen und wir können uns auch hier tatsächlich vorbeisetzen. 15. Platz ist Lewis Hamilton, nur ist das traurig, hier auch außen an ihm vorbei, das ist wirklich eine Riesenklatsche für den Mercedes-Piloten, erstmal so weit hinten und dann von dem Williams außen überholt zu werden. Da gehen wir mal rein und natürlich jetzt nicht psychopathisch auch noch ein Yuki vorbei, das wäre dann doch ein bisschen dumm gewesen. Beim Rossbeschleunigten zwar ein leichter Quersteher, Purple im ersten Sektor, trotzdem, dass ich hier schon 4-5 Leute überholen musste. Und ja, auf der Geraden sind trotzdem die KI schneller, obwohl wir mehr Traktion hätten, sind hier Yuki in unserem Racing Bull verdammt schnell. Albon auf dem 11. Platz, das ist natürlich schön anzusehen. Hier gehen wir noch nicht ganz rein. Ja, Norris zwingt mich so ein bisschen zurück zu chippen. Und da gehen wir jetzt mal ganz vorsichtig und behutsam rein. Der Exit ist wichtig. Wir haben 27% und ja, da kommen wir einfach besser raus. Wird das auch... Der Geraden ist der einfach... Guckt euch das mal an. Der zündet hier irgendwie seinen Raketentriebwerk und zieht hier easy going vorbei. Das lasse ich mir nicht ganz gefallen, denn ich habe hier die Innenbahn und kann auch viel später bremsen. Beim Exit aus der letzten Kurve raus komme ich hier sogar Albon wieder ganz, ganz nah. Ja, also die roten Reifen sollten natürlich theoretisch noch halten. Ja, wir holen jetzt auch mal kurzzeitig die schnellste Rennrunde. Und da gehen wir in Turn 1 rein. Albon muss eh früher bremsen. Und dann können wir das Ganze behalten. Guan Yu Zhou mittlerweile vor uns. Es ist der 10. Platz und die Inters beweisen, dass sie wirklich hier die bessere Reifenwahl sind. Ich kann auch kaum verstehen, warum die KI nicht in die Box kommt. Also es ist mehr als genug Zeit. Du kannst jetzt nicht sagen, das Rennen ist gleich vorbei oder so. Wir haben noch 15 Runden zu fahren. Und ich habe schon ab der ersten Runde gemerkt, dass das hier kein Slickwetter ist. Also tatsächlich, da musst du halt wirklich Prioritäten setzen. Das ist einfach nur gefährlich, dumm und unnötig, dass hier alle tatsächlich mit diesen Reifen fahren. Und wenn ich mir da vorne den Abstand angucke von Verstappen und Norris, ist das echt crazy. Die beiden fahren da vorne mit 5, 6, 7, 8, 10 Sekunden Vorsprung und das nach 5 Runden. Also das ist so unrealistisch, das kann ich kaum wem erzählen. Ja, Strolly Boy bremst hier sehr früh und easy Leute, easy clap. Das war wirklich einfach. Piastri fährt, Piastri ist Zweiter, fährt dann auch noch im Vorbeigehen die schnellste Rennrunde. Mein Heckflügel hat anscheinend Probleme. Ich denke mal, das ist aber eher das DRS gemeint, nicht mein Heckflügel an sich, denn ich habe nichts mit dem Heckflügel berührt und mich hat auch noch niemand berührt. Also da ist das DRS kaputt. Das juckt mich aber jetzt ehrlich gesagt auch nicht, denn das ist eh nicht enabled. Denn wir haben ja quasi Rennbedingungen. Und warum dann die KI trotzdem auf Slicks fährt, ich kann es euch echt nicht sagen. Ich weiß es echt nicht. Das ist für mich ein Mysterium. Carlos Sainz, da können wir jetzt innen vorbeigehen. Easy. Easy, easy, easy. Ja, keine Ahnung, wie soll ich sagen, dieser Schwung ist einfach viel zu krass, um ihn hier nicht auszunutzen. Aber auf der Geraden verliere ich das Ganze gefühlt schon wieder, was ich aus den Kurven raus gewinne. Es hält ein bisschen auf. Ich glaube auch, dass der Regen etwas nachgelassen hat. Die Inters sind immer noch die bessere Wahl, aber ich rutsche jetzt mittlerweile auch schon enorm herum. Also nach 7 Runden, oder sagen wir mal nach 5 Runden maximalen Push, muss ich echt zugeben, jetzt ist es dann wieder etwas rutschiger. Also macht auch wieder, ist ähnlich Richtung Slicks vorhin im Regen. Das macht wenig Sinn für mich. Die Hinterreifen überhitzen auch teilweise. Und das, obwohl die Strecke eigentlich klatschnass ist. Also ich habe auch schon bei manchen gesehen, dass der Bug irgendwie in F1 24 da ist. Bei Chano zum Beispiel, dass der eben, ja keine Ahnung, trockenen Asphalt, nasse Bedingungen hatte. Hier gehen wir mal rein, Leute. Habt ihr das gesehen? Wie hochdünn. Das war eine Kollision? Das war eine Kollision? What the fuck? Okay, da zieht er einfach vorbei. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass jetzt bald dieser Switchback kommen wird oder dieser, wie man das sagt, dieser Point, dass dann wirklich die Slick-Reifen wieder die besseren Reifen sind, denn mittlerweile rutsche ich hier rum und Verstappen haut eine schnellste Rennrunde nach der anderen raus und Oscar Piastri folgt ihm dann mal mit 1,46,6 und das auf regnerischen Bedingungen. Kann ich da mithalten?
Nein, das geht nicht. Ich bin eine Sekunde langsamer. Ich meine, ich bin auch ein Williams, aber dass die da tatsächlich viel, viel schneller gehen können, ist echt interesting. Da haben wir noch einmal die zweite Runde und wie dann auch ich so ein bisschen zum Bremsklotz werde. Ich rutsche hier nur herum. Also es ist wirklich, man sieht es auch bei den anderen, aber ich habe nicht so viel Zeit verloren durch dieses Rutschen wie ich. Es ist auf jeden Fall, ja, man sieht es, es schaut von innen viel, viel krasser aus als von außen. Also dadurch die Strecke wieder kaum nass oder feucht, aber es sind halt, du kannst halt kaum irgendwie Grip haben mit den Slicks. Das ist wirklich, es ist echt ein komisches Wetter in F1 24. Und das hatten wir nicht das erste Mal. Japan, China. China war eindeutig Regenrennen, aber Japan war dann wirklich eine Hausnummer. Japan war echt komisch vom Wetter her. Und auch das jetzt wieder ganz, ganz interesting. Ganz, ganz mysteriös. Da ziehen wir hinter dem Strollyboy nach. Sieht man das Overtake auch noch? Ja. Da viel, viel eine andere Linie gefahren. Ich bin zwar etwas beim Einlenken weggerutscht, konnte aber beim Rossbeschleunigen dann wieder die ganze Zeit gut machen. Und wir sind mittlerweile in Runde Nummer 8 auf dem 6. Platz, hinter George Russell immer noch. Und ja, das Wetter ist etwas besser geworden. Und viele, viele wechseln dann halt aber erneut auf einen Slickreifen. Und da, wow, Cut über die Kurve, außen geht es hier nebeneinander vorbei. Und es reicht, um den 5. Platz heranzunehmen, kriege ich DRS. Nein, ich glaube, das ist noch nicht enabled, oder? Nein, es ist noch zu nass für DRS. Aber auf der Geraden werde ich sogar von den fucking Mercedes. Guckt euch das an, wie der angeschossen kommt. Ich meine, ich habe auch kein ERS mehr, aber der kommt da angeschossen in so einer, wirklich mit so einer Pace, das ist ein Wahnsinn. Jetzt gehen die ersten in die Box und vor allem denke ich mir so, ach, holt euch jetzt mal endlich Slicks. Ah, holt euch jetzt mal endlich Hinters. Nope. Die holen sich wieder Slickreifen, auch Piastri mit dem weißen Reifen unterwegs. Und ja, Verstappen war jetzt schon an der Box. Wir sind jetzt auf dem 3. Platz. Perez und Piastri waren noch nicht an der Box. Und guckt euch meine Hinterreifen an. Ja, links unten, ihr seht, die Map ist rot. Also ich hatte hier einen Abflug mit einem 2. oder 3. keinen Plan. Und die Hinterreifen, die bringen mich um. Es ist so schlimm, dass der Motor durchdreht und ich quasi teilweise Motoraussetzer habe. Und ich weiß nicht, es ist nass, aber meine Hinterreifen überhitzen. EA, bitte, wie kann das sein, dass es unter nassen Bedingungen so hardcore ist, dass meine Hinterreifen gefühlt abbrennen? Und ja, ab diesem Moment kommt jetzt so ein bisschen dieser, ich habe keine Ahnung mehr, was in diesem Game los ist. Tatsächlich, es ist so krass. Ich weiß einfach nicht, ich rolle hier. Guck dich das an, ich kann nicht Gas geben. Ich geb langsam Gas und das setzt immer wieder und geht rauf, runter, rauf, runter. Das hat nichts mit dem Motor zu tun. Das ist, weil diese fucking Hinterreifen 107% haben und ich einfach nicht weiß, warum diese verdammten Reifen im Regen überhitzen. Es ist so weit, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich gehe an die Boxen und hole mir erneut Slickreifen, denn alle sind hier sauschnell auf den Slicks und es ist so verdammt nass. Guckt euch das an. Ist das wirklich der richtige Reifen? Ich bin mir echt unsicher. Und nach ein paar Runden weiß ich, dass das nicht der richtige Reifen ist. Aber die Inters überhitzen ja. Also es muss ja irgendwas hier sein, warum die Inters überhitzen und die Slicks keinen Grip haben. Also ich weiß nicht. Wenn ich mit den Slicks fahre, schaut es wirklich aus, wie wenn ich Wet-Reifen brauchen würde. Jetzt mal auf übertriebener Basis. Und wenn ich auf den Inters bin, überhitzen die Hinterreifen. Ich bin so verdammt confused. Der Regen hält momentan noch 20 Minuten an, bla bla bla. Er sagt mir nicht, welche Reifen ich benutzen kann und vor allem auch nicht, ob es das oder das Wetter ist. Meiner Meinung nach ist es safe ein Inter-Wetter. Ich habe die ersten Runden mit Inter ausgehalten, habe echt gute Zeiten gefahren und jetzt zieht mir dieser verdammte Hamilton, den ich außen vorhin mit dem Inter überholt habe, zieht mir jetzt einfach mit über 4 Sekunden davon und ich habe keinen blassen Schimmer, keine Ahnung, wie ich das verhindern kann. Wie ich da näher dran komme. Ich bin so confused, so, keine Ahnung, irgendwie außer mir. Ich weiß es einfach nicht, was die richtige Entscheidung ist. Und ich gehe erneut an die Box und hole mir noch einmal einen scheiß Inter. Ich weiß nicht mehr. Das Spiel ist einfach nur Kacke, Punkt der Wetterbedingungen. Es ist einfach nur beschissen, weil man einfach nicht weiß, welcher verfickte Reifen gerade passt. Sorry für den Ausdruck, aber es ist wirklich unnormal. Das ist eine Nullnummer, wenn das heute so zu Ende geht. Also es ist... Ich bin gespannt, ob die Inters jetzt wieder überhitzen
oder ob wir einfach vielleicht die zu hart drangenommen haben. Ich weiß es echt nicht. Eine 39,9, ja, das könnte schaffbar sein. Aber ich glaube tatsächlich, dass Punkte heute außerhalb meiner Reichweite sind. 13 Sekunden hinter dem vorletzten Platz. Und die da vorne wären da tatsächlich viel, viel schnellere Zeiten. Obwohl ich keinen Grip auf diesen verdammten Slickreifen habe, können die da einfach noch schneller fahren. Leute, ich brauche eure Hilfe. Was ist das Problem von diesem scheiß Game? Jo. Und wir sind mittlerweile in der letzten Runde angekommen. Ich wollte euch das Trauerspiel meiner letzten 5-6 Runden mal entgehen lassen. Ich konnte zwar auf um die 4 Sekunden auf Ocon dranfahren, aber ja, selbst mein Teamkollege fährt eine ähnliche Pace. Meine Hinterreifen brennen einfach schon wieder komplett ab. Außen der Kern ist okay, aber im Innersten sind die einfach 110 Grad heiß. Und ja, ich gehe mal in die letzte Kurve rein. Es ist wirklich, ich habe keine Ahnung, was dieses Ich weiß echt nicht. Es ist der letzte Platz. Ähnlich wie in Japan haben wir auch heute Riesenprobleme gehabt. Es war der Reifen nicht passend und der Reifen nicht passend. Ich hatte keine Pace auf irgendwelchen Reifen und es kann ja tatsächlich nicht an mir alleine liegen, denn ich war ja im Sprint im Trockenen halbwegs auf einem Niveau mit meinem Teamkollegen und locker im Top-10-Bereich. Und im Regen hier war es dann wirklich unmöglich, irgendwie eine Pace aufrechtzuerhalten. Wenn ich raten müsste. 3 Rennsiege sind für das Selbstvertrauen in der Meisterschaft enorm hilfreich. Die Energie stimmt. Jetzt liegt es an den anderen, diese Siegesserie zu stoppen. Sieg für das Team von Red Bull. Sie haben heute eine außergewöhnliche Leistung gezeigt und ein wahnsinnig spannendes Rennen abgeliefert. Glückwunsch an das ganze Team. Vom Realismus her ist es natürlich auch eine mega Banger. Verstappen gewinnt erneut das Rennen. Red Bull ist hier in der Konstrukteursmeinung weit vorne. Ich bin mit 85 Punkten Rückstand Dritter in der Weltmeisterschaft. Also das ist der zweite ist einfach 81 Punkte hinten. Wir holen immerhin 3 Punkte das gesamte Wochenende, weil eben der Sprint halbwegs brauchbar war. Aber das Rennen an sich, es war einfach eine Odyssee. Es war einfach crazy und wir konnten. Es war keine Chance da, einen Punkt zu holen. Schade. Das ist tatsächlich verdammt bitter. From Hero to Zero, würde ich mal sagen. Und Verstappen ist natürlich mein Rivale. Wir haben aktuell unentschieden. Erhöhe WTG auf 97, um zu gewinnen. Ja, na genau. Ich hole mir jetzt ein 97er Rating. Also das ist wirklich auch... Ja, da gibt es auch in Rennkunst viel Minuspunkte. Und tatsächlich 1300 Punkte in Konzentration. Obwohl meine Konzentration eigentlich da war, nur meine Nerven gefühlt nicht mehr da waren. 61-39, also ich bin die klare Nummer 1 im Team, habe da auch Albon aktuell noch in der Tasche. Aber ja, wenn solche Wetterbedingungen weitergehen, wird es echt schwierig werden. Wir tauschen hier mal die ersten Teile aus, den Motor will ich glaube ich nicht mehr drin haben. Dritter in der Weltmeisterschaft, aber für heute war es mal Leute. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Schaut gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei. Links immer alle unten in der Bio. Und ich würde mich auch gern, falls ihr es noch nicht habt, über ein kostenloses Abo freuen. Schaut, wie gesagt, auch andere Social Media Channels vorbei. Und ja, ich hoffe natürlich, dass das nächste Rennen in Imola besser werden wird. Und davon gehe ich auch hoffentlich aus. Abonniert gern kostenlos und bitte keinen Regen mehr. Bis dahin, danke fürs Zugucken und ciao.